Schmein. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom LS15, auch genannt als Landwirtschaftssimulator 2015 oder Farming Simulator 2015. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Okay, ich weiß nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, aber ich glaube, wir fangen an mit dem Feld da zu düngen, sage ich schon, zum Ernten meinte ich natürlich. Und ja, wir schnappen uns gleich mal einen Traktor. Das ist sehr wichtig. Und eins von den Geräten, von dem Anhänger da hinten. Ich nehme mal den da. Der sieht ganz schick aus. So. Fahren wir rückwärts zum Anhänger hin. So. Und dann farmen wir mal das ab, dass wir da ein bisschen Gerste haben. Und dann nehmen wir natürlich eine von den größeren. X. Ich sehe bloß nicht, wie lange wir dahin fahren. Weil es noch ist, bis dahinter. Hat. So, kommst du mit, Junge? Dann fahren wir mal da durch das Tor durch. Hey, kannst du nicht warten durch? Ich stehe noch hier. Ah, wurscht, jetzt stehe ich schon mitten drauf. Okay. Wo ist er? Da. So. Ganz schön schnell ist das Ding. So, nehmen wir mal das Schneidewerk mit. Das brauchen wir. Ohne dem geht's nicht. Ja, welches Thema? Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass Unity beendet liegt. Ich kann es gerne nochmal sagen, warum das so ist. Dass das so der Fall ist. Und da liegt es einfach daran, dass ich, ja, wie soll ich sagen, mir der Spaß flöten gegangen ist, wenn man so will. Und ich kann. Liegt halt daran, dass man im Unity einfach immer das Gleiche machen muss. Und es nicht so meins ist, wenn ich immer nur das Gleiche machen muss. Deswegen habe ich es beendet. Der Uploadplan ist da mittlerweile auch schon geändert worden, damit es ein bisschen besser kommt. Es kommen maximal immer 3 Videos am Tag. Und glaube Dienstag und Donnerstag sind es nur 2. Und ja, so möchte ich es jetzt durchziehen. Und GTA 5 wird ja auch bald erscheinen, ob oder? Super. So. Das brauchen wir nämlich nicht. Die Schwaderablage, das ist Schwachsinn. Hui. Ah, das können wir gleich wegmachen. Ich glaube, das dient nur als Animation dazu. Wenn nicht, haben wir halt jetzt Pech gehabt. Dann müssen wir uns so ein Strohding kaufen. Wo wir es dann zu Ballen machen können. Aber ich hoffe nicht, dass wir das machen müssen. Ich glaube nicht, nee. Machen wir mal Tempomat an, dass ich nicht mehr auf W drücken muss. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play zu GTA, wollte ich jetzt schon sagen, zu LS15. Bis jetzt macht es ja mir noch Spaß. Wie gesagt, ich habe es nur auf eine Folge der Woche reduziert.
Ja, also mir macht's, so macht's mir Spaß eigentlich. Muss man sagen. Ja, das ist ja die Silent Valley Map, die haben wir ja schon beim letzten Mal auch gezockt, wo es einige Probleme gab, wo ich öfters mal cutten musste. Und ich weiß nicht, ob ich es da gesagt habe, ich sage es gerne nochmal. Und zwar es ist bei Silent Valley so, dass es meistens größere Felder sind. Und da möchte ich mich gleich im Vorab entschuldigen, wenn wir mal ein bisschen länger brauchen für ein Feld, dass wir vielleicht länger als eine Folge sogar brauchen. Ich habe mir vorgenommen, dass wir immer ein Feld fertig machen pro Folge. Jetzt weiß ich nicht, ob das natürlich klappt, so wie ich es mir vorstelle. Weil ich will ja auch die Videos nur auf 15 Minuten begrenzen, nicht auf eine Stunde oder so, wie letztes Mal. Deswegen mal schauen, wie das so klappt. Vielleicht mache ich 20 Minuten Folgen, das könnte ich mir bei LS15 auch noch vorstellen, aber so noch länger, glaube ich, macht keinen Sinn. Und von daher schaue ich mal, wie es macht. Auf jeden Fall, die Folge wird 20 Minuten dauern. Mindestens. Dann haben wir vielleicht die Hälfte vom Feld fertig. Weiß es noch nicht. Je nachdem, wie oft wir entleeren müssen. Von daher haben wir da gleich mal. Genau. So, das erste Mal ist er voll. Dann holen wir uns doch den Anhänger zum Entleeren. Natürlich wichtig. Können wir den eigentlich gleich so stehen lassen? Wir können uns hier gerne die Karte anschauen. Das sind hier die Felder. Ich habe mir so gedacht, vielleicht auf Feld 1 machen wir das gleich, was hier ist. Feld 2 müsste meist schon drauf sein. Und machen wir dann auch wieder Mais drauf und auf Feld 15, das ist zwar noch nicht gekauft, aber da möchte ich auch dann Mais hin tun. Und ja, mehr habe ich mich noch nicht so sozusagen orientiert oder organisiert. Das möchte es mir erstmal so durchziehen. Ich glaube, das ist so eine gute Sache. Kann ich mir gut vorstellen, dass es so klappen wird. Und wenn wir das alles so gemacht haben, dass wir die drei Felder praktisch haben, dann schauen wir uns mal andere Felder an und schauen, wie es weitergeht. Aber erst konzentrieren wir uns auf das eine Feld. Wir können ja jetzt ab der nächsten Bahn auch einen Helfer einstellen und wir fangen an, das Feld zu grubbern. Können wir genauso noch machen. Ich glaube, das machen wir auch so. Wir stellen den Helfer ein, holen uns den nächsten Traktor und fangen dann das Grubbern an. Ah ja, bin ich schon vorbeigefahren. Ich wollte schon sagen, haben wir keinen Gruber oder so? Haben wir ihn ja jetzt. Und, hopp. Aua. Ich habe zu spät eingelenkt. Dann hoffen wir mal, dass das weggeht, wenn wir grubbern. Wenn nicht, wie gesagt, haben wir die Arschkarte.
aber es geht weg. Also dient es nur zur Animation. So, wie es aussieht, ist der gleich wieder voll. Bei über 80% schaltet er dann die Lichter an und das Vorfahrt aus. Schauen wir, wie lange das noch durchhält. Schauen wir mal, kommen wir da vorbei oder hupft er dann dagegen? Ah, er hupft dagegen. Dann fahren wir noch weg. Und gleich ausleeren. So. Du bidi bi bum ba ba da ba da ba da ba 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 da bi ba ba u ba ba bi ba 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 bu. Bisschen Musik macht doch immer Spaß. Da 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 da. Ja, so macht's Spaß. So. Ja, man merkt schon, dass das jetzt schwerer ist für den zum Ziehen. Aber der musste durch. Tja. Jetzt müssen wir natürlich den wieder richtig positionieren. So. Ja, letztens war ich ja im Kino und hab mir da Landwirtschaftsmonat angeschaut, ja. Hab mir da den neuen Nachts im Museum-Teil angeschaut. Und muss sagen, der hat echt Spaß gemacht, war echt lustig. Und traurig am Ende, okay. Aber der war echt Spaß, ist echt empfehlenswert. Allerdings läuft er bei uns. Kleiner Klick. Da ist mir irgendwas falsch gelaufen. Naja, auf jeden Fall echt empfehlenswert, den anzuschauen im Kino. Jedenfalls bei uns in Matheser ist es so, kommt da nicht mehr. Also man merkt schon, dass es jetzt langsam weniger wird. Sonst kommt es ja fast jeden Tag, dass die neuen Filme, jetzt kommt es bei uns nur noch sonntags. Ja, merkt man schon, dass es langsam zugrunde geht. Aber hat echt Spaß gemacht. Also. Aber erst gedacht, die dritten Teile oder so, die sind immer nicht so gut. Und ja. Hat sich wirklich bewährt. Und bei der Hobbit Teil 3, der hat mir natürlich auch richtig gefallen. Meine Freunde sagen zwar immer, ja, der dritte Teil ist nicht so gut gelungen. Da ist der dritte Teil im Buch besser, sag ich. Ich lese keine Bücher, für mich ist der dritte Teil am besten. Einfach viel Action. Action macht mir besonders viel Spaß. Wem macht Action auch nicht Spaß? Weiß ich nicht. So. Okay. Ah, jetzt muss er schon ziemlich ziehen und der Mähdrescher ist wieder voll.
Dann füllen wir den noch wieder ab. Und dann müssen wir auch bald den Anhänger entladen. Fahren. Ja, die sind nämlich nicht ziemlich nicht. Also nicht groß, die Dinger. Weiß ich nicht, vielleicht verkaufen wir die auch wieder und holen uns dann hierfür richtige. Wenn wir uns noch mal kurz schauen, was die an Ladevolumen haben, beziehungsweise der große hat Ladevolumen von 45.000 und die größere natürlich 47.000, bis zu den ganz großen mit 59.000. Ich glaube, wir holen uns den hier. Zwei Stück, die stellen wir uns dann da rein. Das können wir eigentlich jetzt sogar machen, dass wir den entleeren und die anderen dann verkaufen, also das alles dann verkaufen. Dann holen wir uns lieber die größeren, die richtigen. Weil es macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir so große Felder haben und wir dann so einen kleinen sehr oft entladen fahren müssen. Das ist dann zu viel dann. Da braucht man dann ewig immer dazu. Das ist dann Zeitvergoldung, finde ich. Deswegen machen wir das so. Wir holen uns, verkaufen die wieder und holen uns größere. Da fahren wir dann. Nee, die lassen uns wieder nach Hause transportieren. Weiß zwar nicht, wo ich gerade hingefahren wollte, aber fahren wir dann mal dahinter. Also, das weiß ich bloß noch nicht, wo man hier entleeren muss, weil das habe ich noch nie auf dieser Map gemacht, weil die mir ziemlich neu ist. Hier entladen. Weizen wird hier nicht angenommen. Stroh. Weizen wird hier nicht angenommen. Gras, Heu. Silage, Mischfutter. Wo kommt Weizen hin? Da hinten vielleicht. Und hier drin? Weiß nicht, immer muss ich da aussteigen, damit ich das Tor öffnen kann. Vielleicht hier? Aber hier kommt doch nur. Nicht. Ey, wo kommt denn das hin? Ah, ich weiß, jetzt weiß ich schon. Ja, jetzt weiß ich. Hier, zwischen ist es. Dann verkaufen wir mal die Dinger. Brauchen wir jetzt nicht Garage? Wo sind sie? Hier verkaufen. 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 Zack. Shop. Dann brauchen wir natürlich einen Dolly. Zwei Stück. Und da die Kipper dann dazu. Was wir, den haben wir gesagt. Zwei Stück. Und jetzt die Fahrzeugauswahl, Traktoren, Entmaschinen, Geräte und Anhänger. Wo
sind die? Hier. 6 setzen. Wir können sie einfach so machen. Dann geht's schnell, dann müssen wir nicht die Sachen suchen. Und dann holen wir die jetzt. Also einer wird ja dann dahinten abgestellt wieder. Und den anderen nehmen wir uns ja mit. Und dann machen wir schon ein Folgenpäuschen, weil wir sind schon jetzt über 20 Minuten. Und dann geht's in den nächsten Folgen weiter. Mit dem Feld. Ging echt schnell die Zeit. Heute, seitdem ich Urlaub habe, geht's echt schnell. Ich will auch immer meinen Urlaub nutzen, um viel aufzunehmen. Deswegen geht es echt schnell so vorbei. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den da gerade reingestellt bekommen. Weil er doch ziemlich groß ist. Lassen ihn einfach hier stehen. Da stört er ja auch nicht, da fahren wir ja nicht rum mit den Traktoren. Dass wir den da stehen, den nehmen wir gleich rüber. Den brauchen wir ja. Ich wette, wir müssen schon wieder entleeren. Machen wir. Das können wir dann auch noch schnell machen, bevor wir die Folge beenden. Würde ich sagen, ist danach Schluss. Laut meiner Uhr sind es 22 Minuten, was jetzt ist. Das habe ich aber jetzt schon gestoppt. Also kann dann so 25, 26 Minuten dauern. Ja, und nun. Seht ihr, das habe ich gesagt. Wir müssen entleeren. Aber, wie man sieht, der ist ja auch bald fertig. So, meine Damen und Herren, das war's auch schon mit der Folge von LS15. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wie immer, beim nächsten Mal. Haut rein, nicht krank werden. No. Und lasst es krachen. Letztes Thumbnail noch. Fertig. Tschüss.